Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr an eurem Mac die Auflösung anpassen könnt des Monitors. Manuell, meistens gibt es nur eine bestimmte Skalierung von 4-5 Möglichkeiten und ich zeige euch heute auch, wie ihr die anderen Auflösungen euch anzeigen lassen könnt und auch auswählen könnt. Wir gehen zunächst auf Apfel, Systemeinstellungen, dann gehen wir hier unten auf Monitore und dann haben wir hier schon mal die Ansicht. Hier sieht man, ich habe in dem Fall einen 28 Zöller mit 4K-Auflösung. Standardauflösung oder Skalierung ist in dem Fall Full HD. Kann ich euch zeigen, indem ihr hier einmal auf Skaliert drückt. Und dann habt ihr hier die Ansicht und dann sieht man dann hier die Auflösung unter dem Bildschirm, wie die aktuell skaliert wird. Das geht in meinem Fall bis die 4K-Auflösung. Ich kann euch das kurz zeigen. Wenn ich das natürlich anklicke, sieht man, die Symbole sind sehr klein. Und ich stelle das jetzt erstmal wieder zurück auf diese Auflösung. Genau. Im Normalfall benutze ich immer die 1440p Auflösung. Da sind die Symbole noch halbwegs brauchbar und groß. Alles andere wird sehr klein. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie ihr die Einstellung manuell anpassen könnt. Ihr geht einmal wieder auf Standard für Monitor. Haltet die Alt-Taste gedrückt. Dann zeigt er unten Monitore erkennen an und ihr geht auf Skaliert und schon habt ihr viel mehr Auswahlmöglichkeiten, auch untergruppierte Auflösungen. Wichtig ist halt zu beachten, das ist ein 16 zu 9 Monitor, das heißt, wenn ihr da irgendwelche kryptischen Auflösungen auswählt, dann kann es sein, dass natürlich schwarze Ränder entstehen, wie zum Beispiel 16 zu 10 oder 4 zu 3. Das passiert, wenn ihr nämlich hier unten auf Modi für niedrige Auflösung anzeigen, Haken rein macht, zeigt er euch nämlich auch Zwischenauflösung an bezüglich der Hertz. Ihr könnt nämlich hier die Wiederholrate noch manuell anpassen, wenn der Monitor das unterstützt. Wenn das natürlich nicht unterstützt, geht das natürlich nicht. Genau. Dann gibt es nämlich hier diese niedrige Auflösung und das bezieht sich dann auf die Hertz. Genau, dann machen wir hier den Haken wieder raus, bekommen unsere Auflösung angezeigt, sieht man jetzt auch wieder. Ich habe jetzt 1600 mal 900. Aber da wir jetzt erst, da wir im Normalfall die normale standardisierte Skalierung nehmen, gehen wir jetzt einfach wieder auf Standard für Monitor, drücken wieder die Alt-Taste, drücken wieder auf Skaliert und schon haben wir wieder die alte Ansicht. Dann gehen wir hier auf 1440 und das wäre jetzt erstmal die Oberfläche, die ich nutzen würde, rein von der Größe. Wenn man später natürlich größer machen will, kein Problem, kann man dann manuell anpassen. So, das wäre es gewesen. Bei Fragen oder in die Kommentare für Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!